Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder Heinz mit einer neuen Folge Car-Mechanik Simulator. Ja, was machen wir jetzt? Kampagne oder eine Kampagne? Was haben wir denn an Aufträgen? Was hat man hier? Klopfenaufhängung, Fahrzeug fertig, schwammig, Bremseinrichtung, Probleme Getriebe, Schalten unmöglich, Karosserieteile haben wir hier auch wieder. Ja, dann nehmen wir mal den noch. Ja, und dann war noch einer da. Machen wir also doch wieder ein paar Aufträge. So, hier unten hat man noch was mit Motor und Bremse und die Motorsteuer. Noch ein Jaguar, die machen wir halt Jaguar. Heute mal Jaguar, nicht? So, was soll man hier wechseln? Nee, hier. Klopfen, Anhänger, repariere Teil der Karosserie. Rücklicht, links, rechts. Mal. Müssen wir wieder aufschreiben, weil sonst wird das wieder nicht hier. Rück, links, rechts. Schein, rechts. Der Schein, rechts. Schein, rechts. Stoßstange, vorne und hinten. Stoß. Vorne und hinten und die Windschutzscheibe. So, ne, da holen wir das gleich mal. Reparieren haben wir ja sowieso noch nichts. Und da. So. Karosserieteile. Jaguar E-Type. So, wir haben gesagt, Rücklicht links und rechts. Scheinwerfer rechts. Stoßstange von und hinten. Aha, da waren wir gerade. Und die Windschutzscheibe. Na, ja, da kostet ein bisschen kostet. Windschutzscheibe. Einwerfer links. Stoßstange. Scheinwerfer rechts. Neues Scheibchen, haben wir zumindest erstmal wieder Durchblick. So. So, müssen wir die Karosserie jetzt haben. Klopfenaufhänger, toll nicht gefunden. Warte, Bremseinrichtung. Schalten ist fast unmöglich. Das Getriebe gibt beim Schalten. So, Karosserie haben wir. Jetzt können wir ja mal auf unseren Diagnosepfad nehmen. Ne? Das haben wir ja nur. Mal sehen, ob der Motor. Kann natürlich sein, der Motor springt hier an, aber. Ach so, der ist ja jetzt hier auf der anderen Seite. Der hat das Lenkrad wieder auf der falschen Seite. Ja, wir möchten mal die Diagnose fort. Möchten wir halt mal machen. So, jetzt ist er endlich angesprungen. Uiuiui. So. Bremsbeläge, Bremssatteltyp A, Stoßdämpfer Vorderachse. Federunterlage für die Hinterachse. Du Bremssatteltyp A, nochmal Bremsbeläge. Uiuiui. So, gucken wir mal, was wir jetzt schon gefunden haben. Wir haben immer noch nicht alles gefunden. Teil nicht gefunden. Bremseinrichtung. Zwei Bremssättel.
Ach, da haben wir schon zweimal Bremsbeläge, zwei Bremssättel haben wir, Beläge haben wir, Bremsscheiben haben wir, Probleme mit dem Getriebe, Schalen und möglich, Schalen und möglich. Also wir brauchen noch 40, 40 schwammig und klopfende Aufhängung. Ja, da gucken wir mal. Da gucken wir mal. Tja, was hat man jetzt zu Bremsbelägen? Ich stoße denn wo? Oder war das nicht, ne? Ach Quatsch, Mensch. Erst aufs Auto zielen jetzt. Stoßdämpfer, Vorderachse, Doppelquerlenker. Wir könnten uns natürlich blau anmalen, ne? Könnten wir alles. So. Aber das könnte schon der sein, so kaputt wie er ist. So, da waren wir ein Stoßdämpfer. Und zweimal Beläge waren wir. Bremssättel haben wir ja noch. Ja. Weil da drüben sieht er ganz gut aus. Ja, gestoßene Dämpfer. Oh. Achso, da können wir gleich nochmal gucken. Ist der Koppelstange aus da drüben schon gesehen? Vielleicht hier noch 40 schwammig. Spurstange. Ne. Ja, ne, da drüben könnte eine Koppelstange sein. Ja, erst mal die Seite. So. Ja, ich bin schon wieder schweigsam, was soll man immer sagen? Also wenn man so viel quatschen muss dabei. So, da gucken wir mal hier drüben. Hier sieht's aus wie die Bremsscheibe. Das Getriebe sind Fujifikato Getriebe. So, hier sitzt als Bremsscheibe, hier bräuchten wir mit aller Sicherheit die Koppelstange und den Spurstangenkopf. Beläge haben wir ja nochmal. Scheibe können wir glaube ich reparieren. Hoffe ich mal. Ich hoffe, dass es die ist. So. Gucken wir mal, bauen wir hier mal aus. 10% und der Spurstangenkopf. Ja, Fahrzeug fährt sich schwammig. So, nach der Radlage haben wir natürlich wieder nicht geguckt. Ne? So, nee, so geht das doch immer nicht. Mensch, ich will immer so. Fehlt immer noch ein Teil. Fahrzeug fährt sich schwammig. Da fehlt immer noch ein Teil. Ja, eine Weile gehen wir mal einkaufen. Bis das fertig ist, ne? Haben wir das schnell mal überbrückt, bitte.
So. Nee, hier können wir den nehmen und den. So. Getriebe machen wir dann. Wir gucken erstmal, wo das Fahrzeug noch hört, die Bremse und wo ist sie schwammig fern. 1, 2, 3 schwammig Fahrzeug. So, hier könnte es nochmal der Bremssattel sein. Ne, da drüben ist auch nochmal Bremssattel. Wie viele Bremsteile machen wir jetzt noch? Federunterlage von der Hinterachse, Fahrzeugschwert ist schwammig. Bremssattel machen wir noch. Ja, wieso fährt sich das Fahrzeug jetzt schwammig? Ist vielleicht hier die Platte noch? Die Platte? Tun wir mal hier. Achso, da können wir gleich die Federunterlage mitbestellen. Okay. Oh ja, haben wir richtig geraten. Befestigungsplatte. Die Befestigungsplatte. So. Achso, nee, das Rot wollte ich ja jetzt nicht. Ich wollte erstmal. Ach, wir hätten noch eine gehabt. Jetzt haben wir wieder eine gekauft, Mensch. Unglaublich. Nee, 100% nie. Haben uns wieder in Unkosten gestürzt, du, was das kostet. Ohr lang. Ach nee, den können wir nochmal reparieren, den Bremssattel. Hoffe ich mal, wenn ich es nicht wieder falsch mache. So, die Fernanlage. Neu. Nie neu. So, jetzt müssten wir. Haben wir bloß noch Getriebe-Sache. Getriebe noch. Ja, warte mal, den Bremssattel ist schon wieder rausschmeißen. Mal gucken, ob wir ihn reparieren können. Jo. So, Getriebe. Haben bestimmt ein neues, so wie das Getriebe schon aussieht. Können wir schon mal auf den Wunschzettel nehmen. So, anlassen wir das mal raus. Dann die Kordanwelle ab. So, wieder sprühen. Ja, immer schön sprühen. So, oh, da sehen wir schon Kupplungsdruckplatte. Die Scheibe und die Schwungscheibe sieht gut aus. Ja, da müsste man theoretisch jetzt alles haben. Ja, und bloß noch alles fertig anbauen, sonst gibt es wieder Ärger hier. Das, was fehlt, nicht? Das kann ja nicht sein, das, was fehlt.
Zap. Oh, da haben wir Einnahme, du. Mensch, 12.000 wieder eingenommen. Insgesamt fast 6.000 Arbeitslöhne und Abschlussprämie. Nehmen. Das ist nicht das Ziel. Hey. So, der nächste Jogo. So, was sollte man hier alles machen? Oh, Teil nicht gefunden. Fahrzeug geht nach dem Anlassen wieder aus. Teile der Motorsteuerung. Eine Wasserpumpe, Wasserpumpe. Der hat zwei Wasserpumpen drin. Probleme mit dem Motor. Ach du meine Güte. Bremsen sind schlecht. Repariergetriebe. Schalten unmöglich. Schwung. Alles, alles Getriebe. Oh Gott, Motor. Oh, oh, oh. Mal gucken, ob wir diagnostizieren können hier. Oder ob wir. Hä? Ach Mensch, der hat ihn ja hier. Hier hinten versteckt. Wo denn du? Nee, doch hier drunter. Wisst ihr mal das? Getriebe, sehen wir schon. Motor. Nicht da. Gucken wir mal. Mal gucken, was wir diagnostizieren können hier. Kraftstoffverteiler sehen auch noch gut aus. Kraftstoffpumpe ist auch noch. Das ist alles noch IO. Denke ich mal. Ja. Ach, der hat auch schon hier was Diagnostisches. Hat er schon hier. Zündkabelsatz. Zündkerze. Zündkerze. Vier Zündkerzen und der Zündkabelsatz. Ne, drei Zündkerzen. Oh Gott, wenn man hier mal so weiter reinguckt, ne? Eieieiei. So. Dann können wir hier nochmal. Kolben mit Bläu. Kolbenringe. 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 Kolben mit Bläuel und Kolbenringe. Zwei Kolben müssen wir wechseln. Kolbenring, so. Windkerze, damit wir wissen, wo die neue wieder reinkommen muss. Hm, tja, Alter. Und jetzt haben wir immer noch 1, 2, 3, 4, 5 Teile. 5 Teile. Warte mal, wir können ja noch. Nee. Wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich und wir können ja noch mal das Elektrische prüfen, können wir ja noch mal. Ist der Relais Typ B ist kaputt. Relais Typ B. Wo war denn jetzt der Versicherungskasten? Wieder vorne drin, oder? Wollen wir mal an. Relais Typ B. Ist der geht nach dem Anlassen wieder aus. Sieht, dass er wieder mehrere drin hat. Wo war der Versicherungskasten? Hier vorne. Ah, da. Ja, der hat mehrere drinnen, so. So, Relais-Typ B. Ah, ne, ah, jetzt hab ich's weggenommen, Mensch. wie viele Zündkerzen machen wir? Drei Zündkerzen. Ah, ne, ja, machen wir dann. So. Hier wollte ich hin, weil wir müssen ja hier hin. Und jetzt müssen wir so machen und so und so und so und so. So, da haben wir ja das erste schon mal repariert. So, jetzt müssen wir ja aber den Motor, da müssen wir ja alles wieder. Wasserpumpe, da müssen wir eh das Wasser ablassen. Können wir wieder nur von vorne.
Müssen wir nochmal vorne dann. Servoöl lassen wir mal vorsichtshalber ab, weil ich weiß nicht, ob wir die Pumpe auch ausbauen müssen dann. Müssen wir nochmal Kühler vorne. Kühlwasser ablassen. Das ist ja hinten doch nicht. Ja. Weil die Wasserpumpen sollen wir auf jeden Fall wechseln. So. Na, das schaffen wir ja die Folge ja sowieso nicht. Ja. Das wird ja eh nix. Denn wir müssen bestimmt wieder eine beide Seiten aufmachen. Hier ist ein Kolben, da drüben Kolben und da der Kolbenring. Ja, das habe ich mir schon so wieder gedacht, habe ich mir das so wieder. Wie soll man Motor ausbauen? Ne, wir lassen ihn drin. Wir machen das hier. Ach so, hier müssen wir. Aha, aha. So, dann ist auch der Zündkabel so zwar aufwutsch, dann nehmen wir den gleich mal auf die Liste. Ja, jetzt müssen wir aber, damit wir den rauskriegen, hier auch noch den Deckel anmachen. So, dann brauchen wir drei Zündkerzen. Drei Zündkerzen. Eins, zwei, drei. Am Glück sind bloß ein Sechszylinder oder so. Achso, dann müssen wir ja hier auch noch abbauen. So, aber so wie es aussieht, haben wir bestimmt hier so eine Nockenwellenlagerkappe. Ja. Und da brauchen wir noch eine zweite, wie sie aussieht. Jawohl, also noch eine drauf. Sieht so schlecht, weil das mit dem Blau umrandeten, da sieht man das so schlecht. So. Hä? Ach, ich dachte, ich mach erst mal. Ach so, der ist dort an. Hä? War das Französisch? Ich hab richtig. Irgendwie hab ich schon keinen richtigen Blauen. Merkt ihr schon, oder? Kein richtigen Blau in der Heinzelle. So, hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine Nockenwelle. Da müsste man ja dann eigentlich alle Motorteile haben, oder? Also warte mal, hier können wir ja mal das Licht anmachen. So, machen wir wieder zu. Probleme mit dem Motor. Ne, wir brauchen immer noch drei Teile, brauchen wir noch. Achso, ne, warte mal, wir haben ja die Nockenwelle noch gar nicht ausgebaut. Haben wir ja noch gar nicht. Die haben wir ja noch gar nicht ausgebaut.
Achso, warte mal, da müssen wir ja, wenn wir die rauskriegen wollen, wahrscheinlich hier den Zündverteiler noch abmachen, denke ich mal. Hier sieht noch Venus, hier sieht auch noch Venus. Denke mal, sonst kriegt man hier den Zylinderkopf nicht ab. So. Wir haben nur mal so eine Vermutung, wäre das. Ja, mal gucken, wenn wir hier auch noch mal ein bisschen was verdienen, dann das nächste Mal könnte man ja vielleicht sich da mal nach dem Schrottauto wieder umgucken. Aber nur vielleicht, nur vielleicht. So, oh Gott, jetzt haben wir hier ein Chaos aus Rollen und Riemen. Ne, das kann ich immer noch nicht machen, das kann ich noch nicht machen, das kann ich noch nicht machen. Wo kann ich denn jetzt was machen? Den kann ich erstmal machen. So. Ne, was denn nun? Die! Oh! Dort sehe ich schon Umlenkrolle. Oh, ist noch eine futsch hier. Dort können wir schon immer. Wir denken, die ist. Also, jetzt können wir jetzt. Ne, oh, noch nie! Na, was denn nun? Erst den. Durcheinander hier. Dann können wir. Den abmachen. Dann können wir die abmachen. Mal gucken, Umlenkrolle. Oh, die mit auftaucht. Ja. Bei 20%. Teil nicht gefunden. Wo ist sie denn? Umlenkrolle? Oh, es waren nur noch zwei Teile. So. Leicht unten, wenn wir Glück haben, noch irgend so, der Erhalterbums, ne? Nockenwelle, sag ich doch. Nockenwelle. Ein Teil waren wir noch. Ein Teil waren wir noch. Hilft alles nichts. So, die Wasserpumpe müssen wir raus. Hat man die jetzt schon im Zettel? Nee, ne? Fällt sowieso der Mittel der Hälfte, das ist schon. So, jetzt muss das noch ab. Aber ich sehe schon, der Luftfilter, der leuchtet uns eigentlich so richtig entgegen. Und der so mystisch, wie der Herr in der Ecke rumhängt, leuchtet der ja schon richtig. So, hier müssen wir den Kolben hinten. Den, hier, der hier, guck mal, Luftfilter. Da müssten wir jetzt alle Teile haben. Luftfilter. Jawohl, jawohl, jetzt haben wir alle gefunden. So, jetzt müssen wir aber wieder alles hoch. Öl ablassen. Ne, hier war der Knopf. Öl ablassen, Ölwanne ab. Und die Kolben raus. Oh Gott, da sind wir ja schon wieder ran hier. Da sind wir schon wieder ran. Da sind wir schon wieder ran. Machen wir die Kolben jetzt noch schnell raus und dann. Hä? Wo will denn der hin? Nee, hier sollst du hin. Ja.
Tja, wir müssen jetzt abmachen. Der Kolben muss raus. Und der muss raus wegen Kolben rings. Und der muss raus, weil kaputt. So. Nee. Mensch, du immer aus der Orientierung weg, ja. Oh, müssen wir doch ganz ablassen, du. Hier kommst du gar nicht hin. Ja, aber Motor gar nicht zielen hier. Jetzt. So, wir brauchen zweite Kolbenringe, machen wir dann nochmal. Stimmt, wir haben eh dann nicht alles drauf wieder. So, meine Lieben, Hammer zerlegt. Nee, das wollte ich machen. Spiel speichern. Ja, meine Lieben, wären wir wieder nicht ganz fertig. Mal sehen, was uns der Aufdruck dann noch bringt an Kohle, nicht? Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben, den einen oder anderen Abonnenten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Da danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.